Willkommen zum Kluft Kurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schnallt euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Lissandra. Passend zum Worlds Patch 14.17 wurde sie gebufft und diese Buffs haben zweifelsfrei gewirkt. Je nach Elo-Bereich hat sie etwa 0,5 bis 1% Winrate gewonnen. Angesichts ihrer teils verdoppelten Pickrate ist das eine recht ordentliche Leistung. Zeit für den Abfalleimer der Woche. Das ist Senna und das ist für keinen da draußen irgendwie eine Überraschung. Nachdem sie im vorherigen Patch teils 6 bis 7% Winrate-Zuwachs hatte, waren Nerfs offensichtlich. Circa 1 bis 3% Winrate hatte sie nun nach den Nerfs verloren. Allerdings ist sie damit immer noch deutlich stärker als vor Patch 14.16. Kommen wir zum Nope der Woche und das ist Lilia. Ursprünglich hatte Riot geplant, sie in Patch 14.17 zu nerfen. Diese Nerfs hatte man dann erstaunlicherweise nochmal zurückgezogen, angesichts ihrer Bunrate etwas überraschend. In den letzten 30 Tagen hat sich ihre Bunrate je nach Elo-Bereich mehr als verdoppelt. Mittlerweile kratzt sie in Emerald und Diamond fast schon an der 30% Bunrate-Marke. Dazu ist ihre Winrate in wirklich keinem Elo-Bereich unterhalb von 52%. Fliegen wir zum Broken Pick der Woche und das ist Poppy Support. Seit bereits einer Ewigkeit hat sie eine wirklich mehr als ordentliche Winrate, vor allem auf der Support-Position gewinnt sie nun jedoch zunehmend an Bedeutung. Ihre Bun- und Pickrate stiegen in diesem Patch drastisch an, ich glaube also nicht, dass sie ewig unter dem Radar bleiben wird. Halten wir bei der Rune der Woche und das ist Unseed Spellbook. Aus dem absoluten Nichts ist Unseed Spellbooks Winrate einfach mal um über 1,5% gestiegen und ich habe ehrlicherweise keine Ahnung warum. Für eine so dermaßen nischenorientierte Rune ist das ein relativ ordentlicher Anstieg. Auch die Pickrate der Rune hatte sich ein gutes Stück verbessert. Insbesondere Ornn und Malzahar sprengen die Winrate-Statistiken, wenn sie sich für diese Rune entscheiden. Bringen wir zum Fail der Woche und dort darf sich Riot die Medaille wieder einmal selbst umhängen. Diesen Patch kamen endlich die bereits letzten Patch versprochenen Matchmaking-Improvements. Die hatten dann allerdings die LP-Gains in Master Plus komplett zerschossen. Extrem viele Spieler bekamen plötzlich deutlich negative LP-Gains. Riot Froxhorn fragte dann auf Twitter nach Beispielen aus der Community und da kamen dann jede Menge Posts zu extrem negativen LP-Gains ans Licht. Mit dabei auch fast alle großen Streamer wie zum Beispiel Macro oder NoWayForYou. Riot hat das Problem dann allerdings innerhalb von einem Tag behoben. Beim Trick der Woche habe ich einen kurzen Trick für alle Fiora-Spieler unter euch oder alle, die gegen Fiora spielen, mitgebracht. Fioras Vitals sind grundsätzlich nicht wirklich random. Ihre Vitals sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Westen und Süden bilden einen Bereich und Norden und Osten den anderen Bereich. Vitals spawnen immer abwechselnd zwischen diesen zwei Bereichen. Ihr könnt also damit immer bereits vorhersagen, auf welcher der beiden Bereiche der nächste Vital sein wird und damit euren Damage und eure Kiting Power deutlich steigern. Was macht eigentlich Riot? Riot Pew Pew Laser hatte ja im Dezember 2023 gesagt, dass League of Legends sich in 2025 für immer verändern würde. Riot Mettler hat nun allerdings auf Reddit bezüglich dieser Aussage von Pew Pew Lasers deutlich zurückgerudert. Es wird coole Dinge für das Jahr 2025 geben, allerdings hätte man wohl mit der Aussage, dass sich LoL für immer verändern würde, ein kleines bisschen übertrieben. Er sagt, dass man League of Legends nicht neu definieren wird. Für mich ist das Ganze wirklich eine massive Enttäuschung. Die Community war mega hyped und es gab schon irgendwie die wildesten Theorien im Netz. Nun bleibt damit eigentlich für nächstes Jahr vermutlich alles insgesamt so, wie wir es bereits kennen. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.